So, meine Lieben, im letzten Video habe ich ja versucht, diese Weizenfarm zu zerstören. Ja, ich habe mich mit meiner Yacht erstmal in Sicherheit gefragt, was ist das hier? Ah, und meine Flotte auch. Diese herrliche Weizenfarm, die hat mir den Rest gegeben, aber... Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht irgendwie einen Plan hätte. Es gibt jetzt verschiedene Optionen. Da ja hier die Weizenfarm selbst relativ schutzlos ist und relativ schnell weggerotzt werden kann, würde es sich natürlich anbieten, mit etlichen kleinen Jägern sich daher an die Station zu verflüchtigen und da ein bisschen Stress zu machen. Ne? Und die Schiffe, die die Raketen abgeranzt haben, dann eben mit den kleinen Schiffen anzugreifen. Ja, ich habe mir hier, wie ihr seht, ein paar Schiffe noch beschafft. Ja, ich werde jetzt erstmal meine Flotte ein bisschen auffüllen. So, Angriff, da haben wir schon 30 Schiffe. Famos. Jetzt brauchen wir noch ein paar Verteidiger. Dann nehmen wir... Die hier. Ich darf halt nur, ja. Gleich die großen, fetten Schiffe hier. Sehr schön. Wir werden uns jetzt ein Handelsschiff basteln. Das hat zwei, einmal eine Railgun. Nee, Railgun, ich mag keine Railgun. Sprengläser, Sprengmörser. Ja, was nehmen wir? Nehmen wir mal halt den Sprengläser. Ja, ich brauche ein Waffensystem, was ich selber steuern kann, weil die automatischen Waffensysteme, die taugen nichts. Komm hier. Fordere umgehend Verstärkung an. Schweig, Narr. Komm, schnell, lande. So, Moment hier. Ah, hier. Callisto. Callisto, Callisto, Callisto. Du fliegst jetzt in deiner unendlichen Großmut dahin. Flieg dahin. So. Fertig. Cobra. Sag mal, was macht ihr denn hier? Kloppt euch woanders rum, meine schöne Station. Da wird der heilige Orden des Bondi weg, ja. Nee, Jack. Die riechen wie die Jack, die Yaki. Ah, sie sich hier rum. Können die, pack der grünen Schuppe hier. Ich bin ein Magnet für solche Idioten. So, Kranich, Mineralien. Okay, also die lassen meine Handelsschiffe und Bergbauschiffe zumindest mal in Ruhe. Auch wenn sie rot sind. Und das versuche ich jetzt auszunutzen. So, wie lange braucht denn das Ding hier, Callisto? Ich warte, bis die ins System eintritt, die Callisto, und dann teleportiere ich mich da zur Callisto. So, ich habe hier noch ein paar Leute angestellt. Ja, meine Sicherheitskraft. Ich habe noch keinen Plan, wie ich die zweite Yacht hier bekommen könnte. Aber mein Gott. Ich bin verkehrt rum, wie immer. Ha! Also bei dem Schiff, es ist ein bisschen so wie bei Star Citizen. Wenn du da dein Schiff offen lässt, da kann es sein, dass da irgendwelche Idioten da auf dein Schiff kommen und versuchen dir das zu klauen oder lauern dir dann im Schiff auf und erschießen dich und sowas. Ich habe jetzt hier irgendwie auch das Gefühl, dass das hier auch passieren kann. Kann natürlich nicht passieren, aber dadurch, dass man dieses Schiff hier eben sehr weiträumig ja, abklappern kann, hat man immer so dieses komische Verfolgungsgefühl. Merkwürdig. Ich glaube, ich store's lieber ein. Tschüss. Sicher ist sicher. Bitte benutzen Sie für Ihre Abfälle die dafür vorgesehenen Behältnisse. Vielen Dank. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Schiff so eine Art Versuchsballon ist, den EcoSoft da hoch
gejagt hat, um zu sehen, wie das funktioniert, ob das überhaupt geht, die Schiffe dann halt so zu machen, dass man die halt auch weiträumig betreten kann. Und das scheint da hier wirklich sehr gut zu funktionieren, finde ich. Also das könnten die auch bei den anderen Schiffen auch machen. Das Problem wird wahrscheinlich eben der Aufwand sein, ne? Es gibt ja etliche Schiffsarten und ich denke mal, die würden dann eher dann so wie Schema F aussehen. Ist natürlich ein riesengroßer Aufwand, ne? Wenn du da jetzt hier für jedes Schiff ein individuelles Interieur machst, ne? Aber das sind eben so die Kleinigkeiten, ne? Also das ist für die Immersion halt mega wichtig, sowas, finde ich. Die Zeiten gehen voran. So, da ist er doch. Also, folgender Plan. Diese Station wehrt sich ja auch, ne? Callisto, Verteidiger. Hallo. Aber dass diese Station sich wehrt, das... Das aktuelle Terraforming-Projekt ist abgeschlossen. Das ist sehr schön, Boso. Sehr gut. Es gibt... Ja, tut mir leid, ich kann mich ja jetzt nicht hier, ich kann ja nur meine Flotte nicht in Luft auflösen. Da geht den doch einfach aus dem Weg hier. Mann, das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, dass der Ruf wieder schlechter wird hier. Jetzt ziehe ich die da runter, bitteschön. So, jetzt hat Boso mich so durcheinander gebracht. Da musste ich jetzt nochmal das Video anhalten und nochmal mir anhören, was ich da gerade gefaselt habe. Ja, ich bin schon ganz durch den Wind hier, ne? So, folgender Plan. Also, wenn ich in einem Kampfschiff sitze, habe ich natürlich hier ein Problem mit dem Syndikat. Ne? Da greifen die an. Das Ding ist, wenn ich in einem Handelsschiff sitze, passiert das nicht. Da lassen sie mich in Ruhe. Ich schaue jetzt nochmal, wie das hier ist. So, wir haben ja minus 20. Ich kann jetzt aber auch nicht auf der Station dort landen. Das wäre nämlich mein Plan. Es kann sein, dass jetzt die Spielmechanik, die Questmechanik verhindert, dass ich meinen Ruf bei dem Syndikat verbessern kann, indem ich Aufträge mache, die denen auch nützen. Aber so wie das hier aussieht, wieder minus 10. Unautorisierter Angriff und bla bla bla. Vor allen Dingen unautorisiert, ne? Die greifen mich doch an. So, Moment. So, die dürften mich jetzt eigentlich hier nicht angreifen. Das ist jetzt hier ein Handelsschiff. Deswegen sind diese Stationen hier auch in einem schweinchenhaften Rosa. Da sind auch schon die Bösen. Ich gehe mal davon aus, dass die mich hier trotzdem nicht landen lassen mit meinem Handelsschiff. Weizenfarm. Mal gucken. Ja, Andockerlaubnis geht nicht. Ne. Ja, es kann sein, wenn ich den jetzt, hier fliegen ja immer mal so Kriminelle rum, wenn ich die jetzt kaputt mache mit meinem Handelsschiff, müsste sich eigentlich der Ruf verbessern. Und zwar hatte ich eigentlich vor, den Ruf so weit zu verbessern, dass die mir eine Landeerlaubnis geben. Und dann gehe ich an Bord und sabotiere ihre Schildgeneratoren und ihre Waffen. Na? Dann komme ich mit einem Haufen kleinerer Schiffe erstmal. Die sorgen dann dafür, dass diese Jäger hier verschwinden. Und ich nehme mal an, das sind auch die mit den Raketen. Und anschließend hängt dann schon eine Asgard bereit. Und gibt der Station dann den Rest. Das wäre jetzt eigentlich so der Plan. Aber wie gesagt, es kann sein, dass durch die Questreihe, dass es da einfach nicht möglich ist, den Ruf hier zu verbessern. Ne? Dass das gesperrt ist und dass du den Ruf halt nicht verbessern kannst, weil sonst die letzte Quest, nämlich die hier, diese Station zu zerstören, um dafür zu sorgen, dass sie einen in Ruhe lassen, dass das dann halt obsolet wird. Das Blöde ist, ich kann jetzt auch nicht raus ins All und dann einfach hier so landen.
Weil eigentlich, wenn du hier landest, da ist hier hinten irgendwo, ist hier nicht. Hier müsste eigentlich ein Loch sein, wo du da so rein. Ja, da ist es. Glaube ich. Dort. Oder? War das hier? Hier ist irgendwo ein Eingang, wo du landen kannst. Da geht da so ein Ding auf. Und da kannst du reinschweben und landen, wenn du im Raumanzug bist. Das ist jetzt hier allerdings nicht möglich. Ich kann hier nicht landen, ne? Das lässt er mich nicht. Ja, hier sowieso nicht, weil das ja hier ein kleines Schiff ist. Aber hier kann ich auch nicht landen. Das erlaubt er mir nicht. Will er nicht. Ich könnte jetzt vielleicht auch noch, weil ich sehe jetzt hier auch keine diebische Drohne. Ich könnte jetzt ja auch ein EMP auswerfen, aber das würde wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich viel bringen. Am besten wäre es halt wirklich, vielleicht sollte ich auf eine andere Station mal fliegen. Räumungsverkauf. Ja, das nützt mir nichts. Vielleicht kann ich nur auf dieser Station ja nichts. Ich werde mal versuchen, hier an dieses Casino zu fliegen hier. Der hier ist ja dieses Casino. Weil vielleicht kommen ja extra keine bösen Drohnen und Kuriere, die irgendwas hier klauen, weil das hier eine Station ist, die sowieso eine sehr kurze Lebenszeit hat. Das macht es hier natürlich auch schwierig. Hier böse Transporter zu finden. Weil ja alles rot ist. Ich muss den Ruf eigentlich nur ein ganz kleines bisschen verbessern können. Aber offenbar sind sie ja alle rechtschaffen. Niemand traut sich hier was Illegales zu machen. Sonst hast du das immer, ne? Dass sonst an jeder Station irgendwelche Leute oder Drohnen oder sonst irgendwas, die hier Scheiße bauen. Unautorisierte Tötung. Was soll ich für ein Gerücht? Anna, kommt her. Ich will euch helfen. Ich will mich bei euch einkratzen, dass ihr mich landen lasst. Das ist eigentlich auch doof, ne, dass man sich ja nicht irgendwie auf die Station schleichen kann oder sowas, ne? Da ist so viel Potenzial. Vielleicht kommt hier aus dem. Kann ich hier nicht auch reinfliegen? Klein genug ist doch mein Schiff. Ich glaube, hier komme ich nicht rein. Ne. Ah. Entschuldigung. Ich will auch hier rein. Ich will mir reinschleichen. Oh, nee, da backe ich wahrscheinlich wieder fest oder sowas. Ah. Kid. Das ist natürlich scheiße. Weil ich wollte mich eigentlich auf diese Station schleichen, in den Sicherheitsraum, die Schilde deaktivieren, die Waffen deaktivieren. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, ne? Dass man hier nicht wirklich kreativ arbeiten kann. Also es gibt wirklich nicht verschiedene Lösungen. Man muss wirklich straight die Storyline verfolgen. Mein Gott, das kann doch nicht sein hier. Was? Unautorisierte Tötung? Wo denn nur? Ja, guck dir das an. Hier, die greifen meine Manticore-Schiffe an. Standardgeschütze verteidigen. Nö, alle Feinde angreifen. Keine Ahnung, ob das so funktioniert hier. Aber das lässt sich ja eigentlich auch. Wieso gibt es hier keine Außenansicht? Hä? Geht nicht. Muss ich wahrscheinlich in dem System sein. Ja, okay, gut. Dann
ist das halt so, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Verteidigungsplattform des Vigor-Syndikats. Ah, ich kann es mal versuchen. Obwohl das hier rot ist, das ist ja schon nicht mehr Schweinchenrosa, ne? Laserturm Mark 1. Hier muss doch wenigstens mal einer sein, der ja was klaut oder sowas. Irgend so ein gieriger Telati oder so. So. Die habe ich jetzt platt gemacht hier. Also die Station zumindest. Erwarte Befehle. Ja. Ach Mensch, das ist ja Kacke hier. Die sonstigen Spielmechaniken, die hier dann halt sind, die ja funktionieren dann halt wegen der Quest nicht. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja, also für Leute wie mich, die halt gerne verschiedene Lösungsoptionen haben, die halt auch mal ein bisschen strategisch vorgehen wollen, das funktioniert hier einfach nicht, ne? Du musst halt, es gibt halt nur einen Weg hier, ne? Und das ist halt sehr unkreativ. Das Ding ist, ich soll ja diesen komischen Typen hier töten. Und ich weiß nicht, wo der ist. Sonst würde ich nur diese eine Stelle zerstören. Vielleicht ist er in dem Wohngebiet hier unten. Hier dieses, es ist ja müsste eigentlich, ist das ein Wohnkomplex? Nee, ne? Ja, Weizenform, aber was ist das für ein Modul? Vielleicht würde es ja reichen, wenn ich da einfach ein Wohnmodul angreife. Ich sehe nicht, was das ist hier. Ja, sonst müssen wir es halt auf die harte Tour machen, ne? Das bleibt ja dann nichts weiter übrig. Das ist natürlich doof, ne? Da habe ich mir sowas Schönes überlegt, ne? Komm, lande. Landen! Ja. Fahrwerk ausfahren, das fehlt jetzt, ne? Das kann der ja nicht. Ach, Mensch. Das ist so traurig, ey. Und die stört das ja gar nicht, dass ich ja nur übelste Grütze mache, ne? Oh, warte mal. Warte. Gaia, Angreifer. Nee, Mist. Wenn... Moment. Ich habe vielleicht eine andere Idee. Callisto, Verteidiger. Wenn ich jetzt hier... Hallo. Wenn ich jetzt wüsste, dass hier irgendwie... ein Schiff ist, wenn ich jetzt hier ein Schiff finden würde von den, ach was weiß ich hier, Teladi oder sowas. Guck mal, da wird nämlich angezeigt, dass sie hier landen. Nahrungsmittelhändler. Wenn ich wüsste, dass irgendeiner, was weiß ich hier, Nahrungsmittelhändler auf meiner Station landet und von meiner Station dann auf die Weizenstation fliegt, könnte ich zudem an Bord, könnte mitfliegen. Und dann, wenn der dort gelandet ist, aussteigen. Wie der hier zum Beispiel. Ich grüße Sie. Ich will ihn an Bord. Das wäre natürlich noch am besten. Vor allen Dingen, hier gibt es ja auch die Technologie, Schiffe zu tarnen. Also so zu tarnen, dass die Station für eine Weile denkt, dass es halt zu ihnen gehört, ne?
Aber das gibt's ja jetzt hier auch nicht, ne? Also es gäbe eigentlich theoretisch etliche Möglichkeiten, hier an Bord zu kommen. Kurzstreckentransporter A. Ja, du bist ja leider nicht feindlich. Weizenfarm. Die haben ja keine Feinde, außer mich. Ja, das ist scheiße hier. Das ist natürlich... Weil an jeder Station hast du ja solche bösen... Kurier und alles Mögliche. Nur jetzt hier nicht. Na sowas. Es gibt so viele Möglichkeiten, die mir im Kopf rumgehen, aber die Mechaniken erlauben es halt nicht, ne? Das ist richtig übel. Das ist scheiße. Oh, warte mal. Gibt es hier Auftrag? Ja, Aufträge gibt es ja anscheinend. So ist hier eine Elster. Ach so, die habe ich ja gebaut. Kann die denn nicht... nicht da landen? Warte mal. Ich gebe da jetzt den Befehl, da... Wieso ist sie jetzt rot? Ach so, ich bin gar nicht mehr an Bord des Schiffes. Andocken. Schiff im Anflug. Hangarpersonal in Bereitschaft bleiben. Na, gucke mal hier, ne? Also... Mein Gott, ey, was die rumkämpeln. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ja, das dachte ich mir schon. Wo willst denn du jetzt hin? Ja. Gut. Dann die Hardcore-Version, ne? Nützt ja nichts. Da fliege ich erstmal hier hin. Dann bringe ich erstmal die Callisto in Sicherheit. Was wir mit dir machen, überlege ich mir auch noch. Raptor. Raptor geht auch hierher. Ich würde sagen, ich werde zuerst, wenn die es halt auf die harte Tour haben wollen, bitteschön. Ich wollte es ein bisschen eleganter machen, aber nö. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, dass das nicht geklappt hat. Nemesis, Verteidiger. Ah, das ist ja so viel los, ey. Aber hört ja mal auf, meine Scheißstation zu beschießen. Helios E. Das gilt auch für dich hier, mein Freund. Hier wird nicht rumgeballert. Ich hoffe, ich habe nicht jetzt meine eigene Station getroffen. Sie auf mich zu beschießen. Haha. Da fängt nämlich gleich meine Station an zu ballern. Ja, dann fangt ja kein Stress an. Das ist ja meine Station, gell? Wie frech. Ah. Verteidigungsdrohne. Boah. Das war nicht so schlimm, wie es hätte sein können. So, ja, meine Verteidigungsdrohnen müssten jetzt rausgeschwappt kommen. Genau, da kommen sie nämlich schon. Ja, unglaublich hier. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Wieso ich? Ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Sicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station.
tja, so ist das eben, ne? Ja, ein bisschen warm schießen. So. Naja. Ja, wie soll ich denn dann sagen, dass er aufgeben soll? Tja, Pech gehabt. Superhighway, schwarze Sonne, 5. Was machen die hier? So, also, erstmal werde ich wieder hinfliegen wie im letzten Video. Echt, das kann doch nicht sein hier. Ich will ja dauernd ballern die da rum an meiner Station und dann wird meine Station beschädigt. Naja, irgendwann ist mal Ruhe, ne? Wenn ich das bei den anderen mache, dann machen die das doch genauso. Da greifen die mich dann auch irgendwann an. Die lassen sich da auch nicht verscheißern. So. Moment. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt hier. Schwarze Sonne. Ich hol die jetzt alle wieder rein. Gucke mal hier, wie sie sich da alle versammeln. Nein. Auch nein. Hört auf, euch mit denen anzulegen. Ihr sollt einfach nur dorthin fliegen. Mann, sind die doof. So wird das doch nie was hier. So, also, da das ja jetzt nicht geklappt hat, das Sync könnt ihr hier ruhig rausstreichen aus ihrem Logo da, aus ihrer Quote. Weil jetzt erreiche System. Das mit dem Denken, ja, wenn man es macht, funktioniert es trotzdem nicht, ne? Musst halt machen, was die hier, wie die das hier vorgeben. Alternatives Ende gibt es hier nicht. So. In einer Woche frage ich mich dann, hey, wieso ist denn hier Satellit? Der ist doch gar nicht. Wir können es jetzt auch noch auf Highlander-Art machen, ne? Hin, ballern und schnell wieder abhauen. Aber leider ist ja da die Astrid sage ich schon. Die Schlachtschiffe sind ja nicht besonders schnell, ne? So, die... Das werden sie nicht lange überleben. Oh, die sind hinter mir her. Das ist natürlich nicht so toll. Andererseits ist das toll. Fliegen wir schon? Ja. Ich wollte es nur wissen. So. Jetzt ist Schluss hier mit dem Schmusekurs. Ich brauche jetzt ein paar schnellere, kleinere Jäger. Und da greift ihr jetzt gemütlich hier die ganzen kleinen Schiffis an hier. So. Ich mal gucken, dass ich ja nicht außersehen noch die Station angeklickt habe. Die. Ja doch. So, okay. Jetzt müssen die Kleinen hier rauskommen. Ich muss das jetzt hier ein bisschen. Legen Sie heute zum ersten Mal ein richtiges Schiff? Schweig, Narr! Wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich? Ach da. Ja, wieso versuchen einen immer zu reizen, hä? Die kleinen Schweinchen. So. Ihr werdet die ersten, mit denen ich nicht fertig werde hier. Schwerer Torpedo geladen und feuerbereit. Wir reizen die mal ein bisschen. Du kämpfst wie ein Agnu. Ich kämpfe gar nicht. Oh oh. Ja, die Steuerung ist leider hier für den Arsch. Das war scheiße jetzt. Rakete im Anflug. Ja,
Hier funktionieren komischerweise diese Raketendinger, also Quatsch, die Abwehrmaßnahmen. Nur eben bei den großen Schiffen nicht. So. Gut. Sollten mich jetzt nicht mehr erwischen. Ja, da kommen sie nämlich schon, ja, die ganzen Piepsas. So, verfolgen die mich noch? Okay. Mein Gott, ja. Hä? Ja, wo bin ich denn nun? Guck, wie sie alle ankommen, hä? Hä, was ist das für ein Scheiß? Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn? So, jetzt stehe ich erstmal rum. Fidibum. Ja, das nützt ja hier nichts. Ja, da müssen wir es eben auf die unelegante Tour machen. Nee. Guck, wie viel das sind hier. Ungläubig. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, jetzt willst du scheiß Sicherheitscontainer aufsammeln. Oder? Was hast du gefunden? Ein Schiff? Nehmen wir. Ich weiß zwar nicht, welches das ist und wo und was und wieso, aber... Die Astrid? Hä? Wir haben hier draußen etwas gefunden. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, wo. Aber hier gibt es doch irgendwie einen Lock. Eine Locke. Ach Mensch, wenn ich wüsste, wo das war. Handel abgeschlossen. Ja, das steht nicht da, ne? Scheiße. Die letzte Nachricht hätte ich mir gerne nochmal angehört. Ach, guck mal, die sind auch schön abgelenkt. Raptor? So, oh, shit. Oh, krieg auch gleich Besuch. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich aus dem System mit dem Schiff hier verflüchtige. Alter, wie viel kommen hier noch? Ein Argno hätte eine größere Chance, hier lebend rauszukommen. Etwas gefunden. Weltenfresser. Haben die ihre Schiffe? Verlassen die ihre Schiffe? Asgard. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, dann nimm doch die Scheiße mit, Mann! Ja, meine Sonne. Guten Tag. Ach, Kacke, ja. Lande einfach mal hier irgendwo, das mir pups jetzt. Halt, du hast so wieder... Was willst du jetzt schon wieder machen? Doofe Kuh. Da hin und andock, nicht rückwärts fliegen. Das hättest du wohl gerne. So. Papa Teleporters. System. Ja, ja, kaum bin ich da, hä? Zerstört, 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 zerstört. Aus dem Weg. So. Ah, du hast dich wieder scheiße gedreht, Uschi. Genau in der entgegengesetzte Richtung. Reiseantrieb geht ja nicht. Befehle. Aufhören bitte. Nein.
erwarte Befehle. Ich kann das schon wieder nicht steuern hier. Was ist jetzt schon wieder Phase? Ah, irgendwie muss da hier. Hier, ich kann das nicht steuern hier. Warum nicht? Erwarte Befehle. Verstehe nicht, warum man das dann hier nicht mehr steuern kann, ey. Erwarte Befehle. Verstehe ich nicht. Jetzt geht's wieder. Fängt's schon wieder hier, ne? Unglaublich. Also der muss irgendwie was verbuggt sein mit dem Schiff. Also das lässt sich hier manchmal überhaupt nicht steuern. Reiseantrieb! Das war nicht meine Absicht, sorry! Ja, dafür hast du jetzt wieder meinen Reiseantrieb unterbrochen, du dämliche Kuh! Der Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ja, du sollst ja nicht andocken, das war ein Mymph-Take meinerseits. Ja. Erwarte Befehle! Erwarte Befehle. Ey, da mal in die Puschen kommt. Wahnsinn, Wahnsinn. So, zuerst mal diese Waffen, diese Verteidigungsstation dort. Ja, und da kommen schon die nächsten. Hatte ich hier nicht welche hier vorausgeschickt? Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Ja, ja. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. In Ordnung. Strafregister wurde aktualisiert. Ja. Versuchen wir mal an dem Ding hier vorbeizufliegen. Okay, also der stoppt jedes Mal den Reiseantrieb, wenn ich hier in die Außenansicht gehe. Das ist natürlich scheiße. Das habe ich eigentlich auch nicht so befohlen. Hängt da schon wieder, ja. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. Verstanden. Strafregister wurde aktiviert. Ich häng schon wieder fest, jetzt ist irgendwie wieder was kaputt gegangen. Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. In Ordnung. Strafregister wurde aktualisiert. Wieso ist mein Schild wieder zur Hälfte runter? Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, ignorieren. So, jetzt habe ich aber genug abgelenkt hier, hoffe ich mal. Erstmal. Damit ich hier ein bisschen Zeit habe. Schwierigkeiten sein.
Schon wieder Probleme hier mit dem Steuern, ey. Ist immer noch nicht platt. Ich sinke. Warum? Ich habe keinen Plan, was das hier für eine Steuerung. Also das ist richtig herb. Herbert. Stoppen Sie Ihren Angriff unverzüglich. Das wird ernsthafte Konsequenzen für Sie haben. Hier ist die Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde einen Angriff auf diese Station. Bestätigt. Strafregister wurde aktualisiert. Jetzt habe ich dich. Du Schlampe. Explosion steht bevor. Ja. Das Vigo-Syndikat erkennt, dass sie es ernst meinen. Das neue Management ist der Ansicht, dass es sich nicht lohnt, diese Angelegenheit weiter zu verfolgen. Auch ihr finanzieller Beitrag hat sehr geholfen. Seien Sie versichert, dass dieser Konflikt, soweit er uns betrifft, beigelegt ist. Erwarte Befehle. So, ihr nervigen Typen. Ja. Beim ersten Mal tat's noch weh. Guck mal, schon sind wir wieder Friede, Freude, Eierschecke. Der Trick hat also funktioniert. Zwar nicht wirklich anspruchsvoll, aber es hat geklappt. Ja, ich hätte es natürlich gerne noch ein bisschen. Es reicht, wenn mir einer von eurer Flotte Bescheid gibt. Ja, ihr müsst nicht ja jetzt jedes Schiff und jeder Fähnrich muss man nicht Bescheid sagen, dass ihr bereit für Befehle seid. Erwarte Befehle. Ich glaube, die ziehen's durch. Das neue Management. Ich habe den Typen gerade mal umgebracht und schon dann die innerhalb von 5 Sekunden neues Management. Das nenne ich mal effektiv. Ja. Oh, Moment. Ich habe meinen Staubsauger ja vergessen. Ja, also das war... beim ersten Durchlauf war es natürlich ziemlich übel gewesen. Aber das konnte ich ja nun auch nicht ahnen, dass die da ja mit ihren Raketen und so, dass die da richtig Stress machen, ne? Deswegen habe ich jetzt im zweiten Durchlauf halt... die kleinen Jäger genommen, um die anderen feindlichen Jäger abzulenken, was auch geklappt hat. Guck mal, ich habe Weizen gefunden. Wollt ihr nicht noch Weizen? Ich glaube, den Weizen ja kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Erwarte Befehle. Ach, jetzt halt die Klappe hier. So. Angriff gestartet. Ah, da ist die Andockbucht wahrscheinlich kaputt oder sowas. Ja, ansonsten... Wie sieht es denn aus mit unseren Verlusten? Ne? Das hat ja ganz schön gerumst vorhin. Ne? Die meisten sind von mir hier, so wie es aussieht. Ah, außer hier, ne? Da haben wir den richtig schön eingeschenkt. So, wo ist Astrid? Ich will Astrid. Warte mal, Windfall. Aber hier ist doch immer... Da, gucke, da ist Astrid. Lee North River. Guck mal her, meine kleine Schnulle. Kann ich nicht mit dem reden? Nee. Er ist nicht sehr mitteilsam. Gut, dann kann der Giftkeks wieder aus seiner Deckung rauskommen. Den hole ich jetzt mal her. Wo sind denn die Schiffe, die die...
Ah, guck mal hier. Die haben eine Lux, haben sie sich geklaut. Okay. Zur näheren Inspektion wird das erbeutete Schiff. Ach, wie süß. In Pink. Ist das nicht niedlich? Waffen hat der gar nicht. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Wieso hat er keine Waffen? Klar, der muss doch Waffen haben. Haben die den die Waffen ausgebaut oder haben die irgendwelche speziellen Waffen? Seltsam, ne? Die Schiffe kann ich erbeuten, aber die Waffen anscheinend nicht. Ah ja, so ist das also. Ja. Das ist schon merkwürdig. Aber gut, dann ist das eben so. Einige haben eben die Schiffe verlassen. Auch gut. Ja, so viele Schiffe habe ich gar nicht verloren. Ein paar kleine, aber ansonsten ging es eigentlich, ne? War schon okay. Das waren beim Weltenfresser ungefähr 30 Schiffe, die ich hatte, so kleine. Große habe ich jetzt noch. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, ihr habt ja niemanden an Bord, der es annehmen könnte. Jetzt versuche ich nochmal mir die Ostrit zu schnappen. So, wo sind wir denn überhaupt hier? Sind wir schon durch? Ja. Nemesis, Verteidiger. Dass sie sich nie erschreckt, hä? Wenn der Chef da so über ihre Schulter guckt. Astrid. Ja, also ich hätte es schon lieber gehabt, wenn ich das ein bisschen raffinierter hätte machen können, ne? So auf die Station gehen, die Schilder deaktivieren und so. Gut, dann wäre es natürlich für den eigentlichen Angriff ein bisschen unspektakulärer gewesen, weil sie sich nicht gewehrt hätte, die Station. Aber das ist ja, hat ja dann auch was mit Effektivität zu tun. Und hier ist es dann einfach nur draufballern. Mit so vielen Schiffen wie möglich. Mehr war es ja nicht. Gib auf. Ich kann ihn nicht anfunken. Also wenn die Kämpfer vom Syndikat hier schon die Schiffe verlassen haben, dann gehe ich mal davon aus, dass die hier das wenigstens auch hinkriegen könnten. Aber ich weiß nicht. Ich kann die auch nicht entern. Warte mal. Scannen? Da muss ich wieder extrem nah ran, ne? Ah, das geht mir auf den Sack. Sie hätten sich uns anschließen sollen, als sie noch die Chance hatten. Sie werden uns das nicht wegnehmen. Zu spät. Sie hätten sich uns anschließen sollen, als sie ich will den Scan-Modus haben hier. Am liebsten wäre mir, wenn ich den... Ich kann den Scan-Modus nicht aktivieren. Wieso eigentlich nicht? Wieso kann ich den Scan-Modus nicht aktivieren? Ja, jetzt ist er wieder zu weit weg. Ach, das ist so ein dicker Otto. Doch, das kriegst du schon hin, wa? Und da fliegt genau drauf zu. Yay! Scannen! Ah, das ist so ein Rotz mit dem Gescanner. Ja, ja. Mit schnellen Schiffen oder gegen schnelle Schiffe. Oh, fuck you. Hast du da einfach keine Chance, den zu scannen. Und dann nochmal versuchen, den zum Aufgeben zu bewegen. Nein! Scannen! Komm. Wir haben dieses Imperium anständig und ehrlich aufgebaut. Ach. Sie hätten sich uns anschließen wollen, als sie noch die Chance hatten. Gib doch einfach auf. Gib mir dein Schiff. Oh. Ja, will nicht aufgeben, ey. Shit. Naja, Pech gehabt. Ja,
ich krieg den einfach nicht, ne? Ich kann den einfach nicht zur Aufgabe zwingen, ne? Aber dummerweise, das ist leider ein Problem, was du bei fast jedem Schiff hast, ne? Die wollen einfach nicht aufgeben, die wollen einfach in den Tod fliegen, ne? Ob ich damit einen Reparaturlaser was reißen kann? Asteroid. Immerhin. Jetzt ist das Schiff, das ich jetzt noch übrig habe, das einzige seiner Art. Ist ja auch was wert.